So, jetzt kommen wir noch zur Map am Kreuz, Quatsch, am Steinbruchtor. Problematisch hier an der Map ist eigentlich nicht nur der jetzt schon im Nightmare direkt nach einer Runde kommende Spawn, sondern in den vorhergehenden Leveln kommt auch mit jeder Runde aus diesem Haufen hier, aus Leichenhaufen rechts unten, jedes Mal zwei Beißer in jeder Runde. Also sollte man schnell versuchen, dort ans Tor zu kommen. Was muss man sonst noch wissen? In der dritten Runde erscheint ein weiterer Stachler auf der linken Seite. Und sobald das Tor geöffnet ist, das werden wir jetzt sehen, erscheint hier rechts oben ein Stachler. Der ist, wie wir hier schon sehen, nicht aggressiv. Also der wird erstmal nicht euch unbedingt ansteuern, aber müsst ihr trotzdem mit beachten. Ja, ich weiß gar nicht, wo der Stachler jetzt hier auf der rechten Seite ist. Oder der erscheint erst in der nächsten Runde. So, jedenfalls, sobald das Tor dann geöffnet ist, versuchen sich da durchzukämpfen. Mittels geladener Krieger und eventuell noch einen Keks mitnehmen. Für Ezekiel könnte das Ganze dann noch vereinfachen. Ja, und das wäre es eigentlich schon so gut wie der Spawn. Den werden wir gleich nochmal sehen. So. Schauen wir uns mal der Spawn an. Also dort unten aus dem Wald kommt. Auf der Ziellinie ist zum Glück keiner. Von links oben kamen noch welche. Aber jetzt hier an der Stelle, aha, ist eigentlich das Gröbste schon erledigt. Jetzt muss nur noch in Anführungszeichen ins Ziel gelaufen werden. Das kriegt man hier jetzt dann auch noch ganz gut hin. Jetzt haben wir auch gesehen, dass der eine Stachler noch gespawnt ist. Und ja, das wäre es eigentlich alles zu dieser Map. Ciao!